Freunde, herzlich willkommen zurück zum dritten Dungeon von The Legend of Zelda Skyward Sword HD hier in der tief unten in der Wüste Ranelle. Wahnsinn, dieser Dungeon hat schon einiges zu bieten. Guck mal, wir haben das Dungeon-Item gekriegt, ist so eine Art Staubsauger. Nur, dass er keinen Staub saugt, sondern Staub bläst, beziehungsweise Wind bläst, der den Staub wegblasen. Ja, komm. Komplizierte Angelegenheit, aber ihr versteht schon, was ich meine. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht spannend weiter hier. Alles voller Skorpione, Freunde. Ist der Wahnsinn. So. So. Der Weg scheint hier ziemlich weit zu sein. Jetzt muss ich da erstmal zurechtfinden. Können wir hier schon was mit unserem Dungeon-Item ausrichten? Davon ist ein großer Dreckhügel. So. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Weg da rüberrennen können. Ja, wie ich es mir dachte, links Ausdauer wird nicht reichen. Dann müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwo so eine Art Zeitstein finden können. Ich fliege jetzt einfach mal eine Runde, um mir einen Überblick zu verschaffen. So, da vorne gibt es auf jeden Fall einen großen Hügel zum Blasen. Aha, hier ist der Hebel, aber da komme ich ja noch nicht rüber. Oben wieder? Nee. Aha. Hier aber, guck mal. So kann ich das dann öffnen. Das ist ein Windrad, aber auf dieser Seite ist kein Windrad, gell? Was ist, wenn ich so blase? Von dieser Seite blasen, das geht nicht durch, oder? Also es ist irgendein Bug. Nee, das funktioniert so nicht. Keine Ahnung jetzt gerade. Okay, vielleicht ist in den Fässern die Lösung. Ich krieg. Also hier den Weg kann ich nicht schaffen. Moment. Nicht sofort aufgeben, Leute. Aber auch hier war anscheinend früher mal ein Pfad, der jetzt halt nur vom Sand bedeckt. Aha. Ist. Kleber! Nein, bleib stehen! Ja, mein Kleber! Da musst du. Da bist du halt echt auch auf die Karte angewiesen. Ich meine, wahrscheinlich. Alter, bekämpft ihr hier Platzangst? Nein. Das erinnert mich ein bisschen an Wind Waker. Also, du könntest es wahrscheinlich schon selbst herausfinden, irgendwie. Ohne Karte. Aber dir wird die Karte ja quasi auf dem Serviertablett präsentiert. Ah, Geschenk der Göttin. Alter, Falle, oder was? Hä? Bernstein, ein bisschen Geld, der Herzall. Nehmen wir auch gerne alles mit. Und jetzt guckt euch mal das Bild hier an. Steht auch was in einer Schrift. Oder was das ist. Nice. Alles immer. Das ist wirklich immer mit sehr viel Liebe designt. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. So, guck mal, hier kannst du ja auch erahnen, dass da mal ein Weg war. Ich muss nur schauen. Oh, das ging ein bisschen zu weit. Guck mal, der Rotzboller hier, der kann ja stehen. Nein, mein Kleber! Ja, den konnte ich nicht mal retten. Also du kannst ja schon ein bisschen erahnen, wo mal ein Weg war, ja? So ist ja nicht. Aber dank der Karte, ja, geht's halt wesentlich besser jetzt. Oder da, wo der Rotzboller hier stehen kann. Jetzt!
Jetzt, Moment mal kurz. Ich muss kurz mal hier für Ordnung sorgen. Ey. So, und du auch. Der lebt noch, der Sack da vorne. Explodiert. Genau. Ach, da ist noch ein Loch. Das ist das, wo ich schon war. Nee. Das führt mich ja wo ganz woanders hin. Ich glaube, da muss ich lang, oder? Darüber komme ich nicht. Doch, da komme ich. Na gut, dann muss ich da sowieso hin. Bernstein, Halbmond. Ah. Oh, ich wollte das Herz kurz nehmen, damit es aufhört, hier dieses Geräusch zu machen. Aber geht nicht. So, links. Ja. Was ist denn, wenn ich da rein? Passiert ja eh nichts, oder? Nee, weiß ich gar nicht, was das soll. Soll man sich da verirren, oder? Na. Hat sich ja gelohnt jetzt. Hier der richtige Weg, vor allem wird hier eh angezeigt, auch auf der Karte. Hier auch alles gemauert, Mann. Was war denn das für eine Arbeit hier? Guck mal, alles gemauert. Auch wieder mit so großen Fugen. Wer hat denn das bitte gemauert? Und auch hier die Decke ist gemauert. Wie zum Teufel haben sie denn das gemacht? Ja, das ist halt... Solche Fragen stellt, kann sich auch nur ein Maurer stellen, gell? Nintendo hat einfach nur eine Textur hingeklatscht und sich nichts dabei gedacht. Ja, ja, passt schon. Wird schon alles seine Richtigkeit haben hier. Was ist hier? Ein großer Sandtepp? Moment, kann ich den wegblasen? Tatsächlich! Oh, geil! Das freut mich jetzt. Oh, ein Haufen Geld. Kugelfische wieder. Oh. Ah, hier oben links ist irgendein Item oder halt eine Truhe. Zumindest. Muss man gleich mal schauen gehen. Hier bietet sich natürlich an, Secrets zu verstecken. Deshalb Augen auf. Wieso kann ich die... Muss ich da echt alles wegmachen, damit ich die kaputt machen kann? Offensichtlich... Oh, Fee. Himmel sei Dank. Geil, wie hier einfach alles verschwindet. Nein. Ich muss irgendwie durchkommen. Da drüben. Oh, hier ist auch noch was. Guck mal. Ein Schalter ist auch noch hier. Offenkundig. Okay. Nein. Und hier ist eine Truhe. Irgendwo hier. Okay. Nee, ich bin hier ganz falsch. Ach, das ist die Truhe, mir hier angezeigt wurde, da oben. Ja, okay. Habe ich mich hier verschaut. Mein Fehler, mein Fehler. Egal. So, wie kommen wir nochmal darüber? Ach. Oh. Zu voreilig. Au, meine Herren. Ah, 20. War's das wert? Ha.
Oh, Zelda, wir sind ganz nah. Oh, aber da ist noch so ein riesiger Raum, den wir noch erkunden müssen. Also, besser keine Müdigkeit vortäuschen, liebe Leute. Gerade die zwei Herzzahl, die ich gebraucht habe. Aha. Ist das hier? So ein Kamerade. Aha, ne, ein Zeitstein ist das. Ich dachte, das ist jetzt so ein in sich zusammengefallener ja, Dodel halt. Aha. Geht gar nicht los. Okay, dann ist das ein Zeitstein. Okay. Stechen. Ach, der fährt. Ach, und der Radius bewegt sich mit. Okay, Alter, wie genial! Jawohl. Ach, lass mich raten. Das Ding ist, da wird gleich lebendig. Da muss ich das bekämpfen. Ja. Haben wir ja schon eins. Fuck! Oh, ich hab reingeschlagen. Scheiße, ich hab reingeschlagen. So, der bleibt. Das Ding jetzt bleibt stehen. Der Waggon. Weil natürlich die Tür zugesperrt ist. Komm, mach. Ah, jetzt kommen wieder seine zwei Helferlein. Einmal so schlagen, einmal so. Und jetzt kannst du wieder deinen Mist losschicken. Noch einmal, komm. So. Kriege ich wieder 20. Ein Fünfer. Zwei Fünfer kriege ich. Bleib stehen. Kann ich hier hoch? Hier kann ich was betätigen. Anderer Zeitstein. Das ist eine Speicherflagge. Oder? Mach dich. Moment, ist das der Rückweg oder wie? Oder muss ich das zuerst machen? Warte mal, ich bin verwirrt jetzt. Dezent. Verwirrt. Nein, ich glaube, ich muss das hier zuerst machen. Kann nur immer einer gleichzeitig aktiviert sein. Alles klar. Na, und jetzt links und rechts bauen sich jetzt gleich irgendwelche Gegner vor mir auf. Alles klar. Hier aus der Entfernung natürlich. Auch kann ich mich nur dahinter verstecken. Geil. Geil, geil. Und den kann ich jetzt sogar besiegen. Beziehungsweise muss ich besiegen. Guck mal. Der Waggon fährt direkt auf es zu. Oh, das ist richtig geil gemacht. Dann muss ich mich hier ein bisschen verstecken. Rennen. Das hier aktivieren wir auch. Ha? Und jetzt gemacht. Hier ist einfach nur der Rückweg. Oder wie? Ah, hier ist auf jeden Fall zum Aufmachen. Jetzt haben wir schon eine große, große Abkürzung geschaffen. Das ist gut. Und hier. Wieder so ein Dingens. So, hier zeigt es mir an, dass da ein Item oben sein muss, gell? Ein Item. Oder eine Truhe. Aber in der Truhe ist bestimmt ein Item dementsprechend. Ja. Moment. Kann ich ja gar nicht hoch jetzt. Im Moment. Geile Mechanik. Also da, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Rein, das ist der große Raum hier. Muss ich da den Kerl beziehen, dass sich gleich vor mir aufbauen wird, damit das aufgeht, oder?
Nee. Ach, da ist ein Windrad. Das werde ich aktivieren müssen. Muss mal kurz noch warten. Bis das im Radius ist. Na, siehste. Tatsächlich. Ja gut, da wird jetzt fährt das Ding jetzt natürlich in die falsche Richtung. Ja gut, dann here we go again gleich. Ja, wir können fahren. Hallo. Muss ich dich an? Nee. Oder muss ich hier... Muss ich den wieder aus- und einschalten, damit das geht, oder wie? Beweg dich! Geht schon, Freunde. Aber jetzt mal wirklich ein richtig großer, nicer Dungeon. Also die anderen waren ja eher klein. Naja, was heißt klein? Aber nicht so groß wie der, auf jeden Fall. So. Dann gucken wir doch mal, was sich hier drin verbirgt. Riesengroßer Raum wieder, Leute. Riesengroß einfach. Ah, hier ist noch alles in der Gegenwart. What the fuck, Wind? Und aufpassen auf diese Windböen. Ah! Ich sag's noch. Den Kollegen, den pusten wir besser runter. Ja, ich bin ein Dodel. Keine Geduld, der Junge. Hallo! Frechheit. Einfach hier warten. Das ist doch kein Problem. Ja, ich bin halt zu hektisch. So. Weg, bitte. Das Geld kannst du mir gern geben. Ich habe jetzt ein paar Bomben. Kann ich da ein bisschen freischießen? Jawohl. Ja, das macht von der Physik natürlich auch enorm viel Sinn, dass die Dinger hier nicht runterfallen. Das kennt man ja so. Und hier ist ein Zeitstein drunter. Und da scheißdeppert der Skorpion. So. Mhm. Da war mal eine Leiter. Aktivieren wir ihn einfach mal. Jetzt funktionieren die ganzen Förderbänder. Oh, der Masterschlüssel. Jetzt funktionieren die ganzen Förderbänder natürlich wieder. Der Kollege hier lebt auch nochmal, der Kollege Schnürschuh. Ne, der kann sich ja keine Schnürschuhe anziehen. Oder irgendwelche Schuhe, aber. Not my problem, I guess. What the fuck? Das hier. Ist das da? Aha, mein Lift. Na gut. Muss ich auch akzeptieren alles. So, da geht's runter. Da geht's rüber. Ja, wo muss ich lang? Da vorne geht's raus. Aha. Das ist eine Tür da unten. Wieso sollte ich... What the fuck? Irgendwie habe ich gerade ein leichtes Déjà-vu. Als ob ich da schon mal war. Jetzt müssen wir mal kurz mal... Achso, die Tür ist ohnehin zugesperrt. Ist ohnehin zugesperrt, gell? Dann kann ich da noch gar nicht. Dann kann ich da noch gar nicht, Freunde. Na komm, rüber. Na komm.
Glück habe ich ein paar... Fuck! Bomben. Das hier wird leider nicht ausgelöst. Cool. Warte mal, das sind Dingens. Da ist ein Roboter. Da sind zwei und in der Mitte drei. Ist das eine Kombination? Für irgendwas? Wahrscheinlich. Ich meine, das ist ja nicht ohne Grund. Hier sind... Oh, Bomben. Also ganz rechts ist eins, ganz links ist zwei. Und die Mitte in dem Fall die drei. Ah. Ach, mein Gott. Oh, ich kann die ja auch wegschlagen. Okay. Wusste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber in dem Fall muss man gar nicht mit dem Schild machen. Na gut. Ergibt natürlich Sinn, was ist, wenn man gar kein Schild hat. Sterben. Das ganze schöne Geld ist weg. So. Rüber. Perfekt. Und jetzt können wir da drüber rüberfahren. Hier nochmal die drei gleichen Statuen. Muss man da die Kombination schon einmachen? Einschalten? Wahrscheinlich. So, den kann ich wegschieben. Da den Weg schon freigemacht. Ja. Also ganz rechts. Erster. Also ich nehme an, dass die Kombination jetzt hier gebraucht wird, gell? Wissen kann ich es natürlich nicht. Einmal. Aha! Die muss ich... Ach, da wird wahrscheinlich überall ein Juwel drin sein. Und die muss ich dann halt nur in der richtigen Reihenfolge treffen. Alles klar. Fährst mal bitte ein bisschen zurück wieder, wenn es geht. So, wir können schon weiter marschieren. Ja, danke. Danke. Ein bisschen schneller, wenn es... Nur wenn es geht. Nur wenn es... Wirklich nur wenn es geht. Man muss nur nett sein zu dem Equipment hier. Jawohl. Danke. So, das ist Nummer 2 hier. Und jetzt... Ah, kann ich hier den Käfer verwenden? Zack! Was? Ach so, es ist spiegelverkehrt, okay. Ja, halt genauso wie auf der anderen Seite. Ich dachte jetzt halt, der ganz rechte ist erster. Ja, das ist Auslegungssache, Freunde. Weißt du, dann schwenkt die Kamera auch noch so frech rüber. Für die Leute, die gar nichts begreifen. Na, so weit bin ich schon. Jetzt aber. Fahr doch, du Hirsel, fahr. Aha, wieder solche Kameraden kennen wir auch schon. Ja, stark doch, du Arsch. Der schlagt nicht, der Link. Der schläft lieber. Stich. K.
Kann man sicher unter einmal öffnen, besiegen. Wieso schlägt er nicht? Wieso sticht er nicht? Gibt's doch nicht. Ja, passt schon. Passt schon. Mach auf die Goschen. Halt, Papp, komm. Und da ist er, der Master Key, Leute. Wir sind so kurz davor vom Boss. Jawohl. Uraltes Gebilde. Aus Gold gefertigt und sieht aus wie ein Bestandteil von etwas Größerem. Aha. Aus Gold ist das Teil einfach. Würde ich mitnehmen. Würde ich einfach mitnehmen. Das Tor kannst du doch irgendwie anders auch aufknacken. Erzähl mir nichts. Nein! Passiert. So, jetzt können wir da auch rüberrennen. Die Tür rein und dann hätten wir es soweit, oder? Wobei, noch nicht. Alter, da kommt ja auch Luft raus jetzt. Eine Truhe fehlt uns ja noch. Da müssen wir auch schauen, wie man die denn nur bekommen kann. Ach, von da oben, gell? Ja, hier kannst du so eine Abkürzung machen. Mhm. Verstehe schon, Freunde. Zwar nie. Jetzt kannst du hier die Abkürzung machen. Nice. So. Alles erledigt, Freunde. Alles einfach erledigt. Alles gefunden? Dann können wir heimgehen. Beziehungsweise wir können erst heimgehen. Wenn wir das jetzt geschafft haben, aber uns stellt sich noch ein schrecklicher... Oh, Scheißdreck. Ich soll weniger labern und... Fahr doch. Ach, jetzt beschützt mich der Zeitsteinwaggon jetzt gleich. Er beschützt mich. Vor dem Wind, oder wie? Ja, ist das cool. Ja, das ist cool. Komm rüber. Und... Jetzt können wir da rein, Freunde. Komm. Den bekämpfen wir jetzt noch, den Boss, oder? Aha. Ah, schon fast. Umdrehen einmal. Ah. Oh, solche Rätsel liebe ich immer. Ja, hallo. Passt doch. Ah, ne, passt nicht. Passt nicht. Ich wollte schon wieder rummeckern. Geht nicht, geht nicht, geht nicht, gibt's nicht. So, Leute. Bin gespannt, wer oder was jetzt da drinnen auf uns wartet. Der dritte Boss vom Spiel. Link voll erschrocken. Was lauert da unterm Sand? Dunkler Äonenskorpion Moldokart. Ja, Leute, wie sollte es anders sein? Die ganze Zeit sind wir schon auf Skorpione getroffen, auf Babyskorpione. Und natürlich passend zum Thema des Sandes
kämpften wir jetzt hier gegen den Skorpion. Hier gibt es natürlich auch die Bewegungssteuerung, das Gameplay zu beherrschen. Der hat da Augen... Oh, scheiße. Der hat da Augen drinnen in seinen Klauen. In seinen Zangen. Die müssen wir natürlich jetzt... Scheiße, ist da schnell auch. Alter, Link. Befrei dich. Ich liebe den Boss, also ich liebe den Bossfight. Finde ich echt geil. Er muss auch sehr konzentriert sein. Oh, eine Hand ist kaputt. Schlagen wir ihm die zweite auch noch kaputt. Also auf jeden Fall 100-mal cooler als der blöde Höllenfeld vom letzten Dungeon. Oh, was machst du jetzt, hä? Da hast du noch ein Auge. Sehr gut. Uns kannst du nicht entfliehen. Einfach stechen. Jetzt verschwindet er wieder. Und hat jetzt seine Kinder hier. Alter, das Vieh muss uralt sein. Einfach uralt. Es war auch mal so klein. Kommst du raus da? Hallo, Servus. Ey. Stech dir das Auge aus. Sehr geiler Bossfight, leider viel zu kurz, aber hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Eindrucksvoll. Gib her das Herzteil. Und der Sand wird natürlich abgelassen. Alter. Wer hat denn den Mechanismus hier ausgelöst, dass der Sand jetzt verschwindet? Und wohin verschwindet der Sand? Und hier müsste es zu Zelda gehen. Denn die ist ja anscheinend da. Hoffen wir's, Leute. Aber das finden wir erst im nächsten Part raus. Oh, hier sieht's ja ganz anders aus. Guck mal. Wahnsinn. Was sich da unter dem Sand verbarg. Ich will nicht der Spielverderber sein, aber wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. So ist es nun mal leider. Hier kannst du wieder hochklettern. Das ist, wenn man falsch rumklettert. Kann man auch falsch rumklettern. Es bleibt sehr, sehr spannend, denn Zelda befindet sich anscheinend hier hinter diesem Tor. Das werden wir auf jeden Fall im nächsten Part herausfinden. Ich bin schon sehr gespannt, was passieren wird. Ihr dürft auch gespannt sein. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich kann euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen. Bis dahin, happy gaming, bleibt gesund und viel Spaß.